Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Nukleartransporter in die in den Orbit geschossen. Den können wir eigentlich hier gleich in der Orbitungsstation noch einmal anschauen. Und in dieser Folge ist der Plan, die Kombination Lander plus Sonde zu bauen für den Transfer, den wir jetzt geplant haben, in 5 Tagen schon. Also nicht mal mehr so lange hin. Um zu beweisen, dass unser Transporter eine gute Reichweite hat. So, schauen wir mal. Mann, können wir zumachen. Minden wir es auch zu. Hier, der Nuke Transporter V1. Er orbitet hier um die Erde rum. Gibt es denn hier irgendwelche Infos? Ja, wir haben hier die aktuelle Höhe. Ist um 181 Kilometer. Und schwebt aber in einem Unterschied von 118 Kilometern zu 190 Kilometern. Und wir müssen halt schauen, dass wir ihn rechtzeitig abfangen. Wir sind schon hier, bedeutet, wir müssten warten, bis er ungefähr hier ist, für einen Start. Und dann kommen wir selbst in die Dunkelheit. Wird interessant. Wir sind unten, wir werden tieferen Flugwinkel machen, bedeutet, wir sind schneller. Aber ich denke, selbst wenn wir hier erst starten, wird er circa hier sein, wenn wir hier sind. Er wird aufholen. Aber nicht lange rumgeschnacke. Es wird ein relativ kleiner Lander und eine kleine Sonde. Ich will kompakt bauen diesmal. Bedeutet, wir werden auch ein bisschen klippen. Ihr verurteilt mich dafür nicht. Ich will auch ein bisschen diesmal aufs Design achten. Aber ihr seht schon, wir haben auch wenig Zeit. Bedeutet, wir müssen alles in einem sehr, sehr engen Winkel machen. Wenn wir hier auf unseren Timer schauen, sehen wir, dass es zu Moho in 6 Tagen und 2 Stunden geht. Was nicht mehr die längste Zeit ist. Deswegen... Wir brauchen einen Lander, eine kleine Sonde mit allen möglichen Sensoren ausgestattet, die wir hinschicken. Dann koppeln wir die ab. Der Lander soll zur Landung übergehen, sich auf den Boden setzen und dort ein paar Forschungen machen. Die werden auch nicht mit dem typischen Zeug ausgestattet, wie untersuche den Goo oder sowas, weil es sind ja Feststoffe. Bedeutet, die müsste man zurückholen und dafür würde ich dann wirklich eine bemannte oder was Größeres schicken, was Besseres. Aber so, dann schauen wir doch mal, was wir da hinschicken. Nehmen wir doch als Probe Droid zum Beispiel oben das hier. Meine Vögel sind heute auch wieder gut drauf, man hört sie gleich im Hintergrund. Sie sind gut aufgewacht und haben sich gedacht, ach, jetzt nerven, das ist eine gute Idee, ja, ja. Nee, das ist ein bisschen... Batterie ist, glaube ich, nie schlecht. Wie war das? Ich baue kompakt. Aber die Sonden müssen ja eh dementsprechend auch fliegen. Weil wir müssten mit ihm ja einen 90-Grad-Winkel fast schon einnehmen. Daher müssen wir halt hier ein bisschen auch auf andere Größen achten. Vor allem ist es ja tendenziell wurscht, solange die Stabilität garantiert ist. Passt ihr drauf? Yes. Zweimal die. Dann haben wir das grobe Grundkonzept schon mal fertig. Was auch wichtig wäre, wäre natürlich eine gute Funkverbindung. Wo ich den Schiss davor habe, dass wir keine gute Funkverbindung herkriegen. Deswegen setzen wir hier auf ein Relay-System. Das hier ist eine Relay-Antenne und kann man hier irgendwo Infos auch kriegen, wie viel Antennenwert... Wie weit die kommt, das müsste ich doch, glaube ich, mit dem... Hatte ich da nicht auch mal hier irgendwo rumliegen? Bin mir sicher, ich hatte dafür mal einen Mod. Also eigentlich ist ja wurscht. Aber es ist eine Relay-Antenne, bedeutet, sie braucht einen starken High Gain. Antennenwert 300 Kilometer. Wie viel? 5 Kilometer, was? Echt? Millionen Meter Spot-Antenne. Die kann man zum Beispiel links-rechts hinlegen, aber... natürlich die Qualität sollte ich vielleicht auch anpassen, damit die natürlich lange halten. So. Ich will gerade trotzdem... Oh lol, was ist denn das? Die Antenne ist mit einem... Tun wir das mal weg.
Ich habe da gerade was entdeckt. So, dann wäre das nicht die Bodenfunkstation. Aber im Grunde wäre es vielleicht auch gar nicht doof, wenn wir sagen, okay, wir haben einen Hauptsender dabei. Blinklight. Ja, ich... Was ist denn Blinklights? Also 31 Jahre Hells. Ich bin gerade über die Antenne erstaunt. Warum? Woher kommst du? Die ist 2, 3 mm, Millionen Meter, glaube ich, oder sowas. Das ist natürlich... Nicht leicht! So, Wissenschaft. Ey, ja... Nehmen wir so einen Standard-multispektralen Scanner und tun den wieder hier oben drauf? Ich weiß es nicht. Das wäre gleich gar nicht doof. Das wird wieder interessant, aber hey, so. Und dann wieder ausrichten. Und reinschieben. Das, damit, dann schaut es sich ein bisschen cooler aus, einfach auch. Ihr seht schon, schaut dann interessanter aus von der Aufteilung hier. Und schaut aus, als ob der Scanner oben eingebaut ist. Deswegen mache ich sowas. So. Jetzt tun wir mal hier die ganzen Forschungssachen einbauen, die mir grundsätzlich mal so einfallen. Ich nehme mein Pressmat auch mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir den brauchen, aber safe ist safe. Vielleicht kann man die Dinge irgendwo abstürzen lassen. Temperaturmessgerät. Nee, du bist mir wieder zu gut. Du bist einfach so fett und ich brauche gleich nur eine Atmosphäre. Ja. Thermometer, nee. Oh nee, Thermometer habe ich ja schon. Warte mal. High Resolution Imager. Nee, wir nehmen den kleineren mit. Dafür schicke ich dann eine größere Sonde notfalls mit. Was mich eher noch interessieren würde, wäre das Radar. Sonst zum Beispiel hier irgendwie das Radar hinsetzt. Aber dafür müsste ich zum Beispiel das hier mit irgendwas kombiniert aufstellen. Wenn wir sagen, okay. So. Dann so. Ja, schaut jetzt zwar nicht, sagen wir mal, gut, nein, ey. Schaut jetzt zwar nicht so perfekt aus, würde ich mal sagen, aber weißt du, wir können uns dann halt hindrehen. Dann tut er den Boden abscannen und wir haben Bodenhöhen. Das ist gleich gar nicht doof. So, aber mehr gleich brauche ich jetzt auch nicht für den Anfang. Nee, du bist ja auch wieder so eine riesige Sache und auch nur für bestimmte Sachen. So. Nee, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Antrieb, einen passenden. Wie schaut's mit so dem Standardantrieb aus dieser Welt? 468, wenn wir im Weltraum sind, Vakuum 500. Über Moho auch 500. Ich weiß nicht, ob 500 MS genug sind. I don't know. Das macht 800 zum Beispiel jetzt. Das wären 800 MS über Moho mit Dreier. Das hört sich so eher nach dem an, was ich gerne hätte. Damit wir wirklich gute Resolution Pictures machen können. So, aber was auch noch fehlt, ansonsten glaube ich, wird das hier alles ein Chaos. Wir bauen hier... Ne, warte mal, das machen wir anders. Wir nehmen den Standardweg der Kleinen und geben ihm ein paar Roll Counters einbaut. So. Es muss ja nicht schick ausschauen. Es soll dem Dienst Zwecke sein, dass wir uns bewegen können. So, genau. Als nächstes brauchen wir einen zweiseitigen Decoupler. Wo wir die Shroud bitte ausmachen.
Ah, lol. What? Warum wusste ich das nicht früher? Ah, lol. Ja, sicher. Wieso wusste ich das nicht? Ich wollte eigentlich die Shroud ausschalten. Mantel aus, so. Lol, das ist gut zu wissen. Dann können wir in Zukunft geilere Raketen bauen. Hier drunter muss jetzt der Länder gebaut werden. Der wird noch ein bisschen interessanter. Der braucht im Grunde ja fast die... Also, der braucht mindestens das Set hier. Wie gut das klappt, ist die Frage wieder. Fangen wir erstmal wieder mit typischen an. Energy Problems. Er ist auf dem Boden und kriegt ein bisschen weniger einfach. Er wird auch nicht so die hohe Versorgung haben können. Aber ich kann jetzt zum Beispiel mal hier links, rechts noch so einbauen. Dann würde ich nämlich jetzt keine Standardsachen mehr nehmen, sondern nur noch Procedural Tanks. Dann nehmen wir hier in Coneform. Gibt es ein 6,5? Kann das sein? Ja. Dann wird es hier flach gemacht. Und dann geht es auf 1 Meter. Okay, perfekt. Das sollte gut passen. Wenn es dann auf 1 Meter geht, dann machen wir es ein bisschen kürzer. Machen wir es so 500. Das sollte, glaube ich, passen. Geben wir dem jetzt alle gleich mal eine schöne Farbe. Was wäre so mit dem schönen Orange? So. Dann können wir das rein natürlich noch ein bisschen tiefer setzen. So, dann schaut das nicht auch. Ja, das schaut doch ganz fein aus. Das schaut doch ganz fein aus. Dann Füße, Landung. Nicht die Füße vergessen, das wär blöd. Nee, ich hätte gern diesmal wieder... Mal schauen, wie das funktionieren kann. Haben wir noch an? Das sind halt wieder nur so fette Beine, ne? Und die sind eigentlich auch zu fett. Kann ich euch hier rein theoretisch kleiner machen? Yes. Yes, we can. Perfekt, dann kommen die nicht auf die Höhe. Dann tun wir hier einmal eingefahren starten. Genau. Und dann kommt hier drunter einfach noch eine Platte. Nein, eine kleine Platte. Wo sind die kleinen Platten? Warum ist denn das nie sortiert in diesem Game? Problem, die kann man auch nicht Größen verändern. Warum kann ich die zum Beispiel nicht Größe verändern? Das ist blöd. Richtig blöd. Die kann ich aber runterscalen, ne? Ja, perfekt. Du gehst auf einen Meter. Und da hätte ich dann gerne vierfachen Antrieb. Und zwar von... kann ich da die Shroud wenigstens so machen? Das ist, ja, das... Die schauen gut aus, aber haben auch nur 300... Ah, warte mal, wir sind wieder nicht im... Doch, wir sind im Vakuum. What? Nee, nicht gut. Auch 300 ms. Wieso denn nur 300 ms? Ist doch eine Katastrophe. Die haben auch nur 300 ms. Hä? Das sind Monotreibstoffantriebe. Monotreibstoff? Ja, die werden sowieso weniger haben. Das sind Kampfantriebe.
Ich brauch doch einfach nur einen fairly simple Antrieb. ...400 ms, so. Ich glaube, das würde passen. Was passiert, wenn wir es weiter tweaken? Dann sind wir jetzt bei 400 ms. Okay, ja, aber es wird sich noch verändern. Ich habe gerade nicht drüber nachgedacht, weil wir die kappeln ja. Wir die kappeln ja das ganze Teil dann. Das darf man nicht vergessen, ne? So, genau. Darüber hat wieder kein Schwein nachgedacht. Sagt mir doch mal was. Ihr seid immer so still. So. Oh Gott, sind riesige Kisten jetzt. Ihr kriegt die Standardsachen. Dann ist das eine kleine Mini-Drohne. Am Boden. Dann gehen wir wieder auf den Funk und wir nehmen diese schöne Antenne hier. Die setzen wir einfach auf die Rückseite. Oder wir machen es so, wir nehmen hier eine schöne von Struktur. Wo ist denn die Struktur? Struktur, Struktur, Struktur. Hier, wir hatten noch diese ganz kleinen, feinen irgendwo. Was heißt denn bei euch klein und fein? Es wird immer fetter. Wo ist klein? So mini. Sowas in der Art. Plus viereckig und kürzer. Ist immer noch zu groß. Wo sind die ganz kleinen Strukturen von... Da. So. Da drauf platzieren wir jetzt so die Antenne. Genau. So machen wir das und dann kommt Communications noch. Hier die Antenne hin. Ja, das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Und dann natürlich kommt jetzt noch der Forschungsteil. Bedeutet alles vollpumpen mit Forschung. FIFA-Forschung. Wir wissen ja nicht, was am Boden abgeht. Deswegen einfach alles rein da. Rein in die Olga. Rein nur, einfach rein. So. Ich glaube, damit kriegen wir eine schöne Menge Wissenschaftspunkte. Auf jeden Fall wie das. Wir tun hier mal auf 15 Jahre verlängern. Die Batterien gleich kann man nicht verlängern. Dich kann ich aber erstens die Datenkapazität hochdrehen, damit irgendwas funktioniert. Und ich glaube, dich kann man auch verbessern. Kann es sein? Irgendwo bestimmt. Reaction Wheel hoch, genau. Dasselbe machen wir hier. Datenkapazität wird hochgedreht und genauso wird... Ah, das zum Beispiel hätte kein RCS-Robot. Schau an. Hat es denn jetzt dann eins, wenn wir das dran gebaut haben? Das sind doch RCS-Teile jetzt, oder? Reaction Wheel, ja. Gut. Okay, und jetzt brauchen wir natürlich noch den Standard-Docking-Port. Der wird jetzt ja natürlich hier dementsprechend gebraucht. Einen können wir hoffentlich auf kurze Distanz... Wo ist er hin? So. Das sollte ja passen. Klematron, weil eigentlich sollte dann er hier übernehmen können. Das wird sagen wir so, es wird interessant. Oh Gott. Aber Plan grundsätzlich wäre mal, wir docken den... Nee, es geht auch nicht. Rein theoretisch sollte die obere... Also der Satellit sich als erstes abdocken. Dann anfangen Oberflächenscans zu machen, genauso wie Höhen, oder als erstes mal die Höhenscans auch vor allem, damit wir dann für den Lander planen können, wo er hin soll.
und dann landen wir das Teil. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Die Rakete dazu, den Träger, bauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.